Hallo, hallo und willkommen zum heutigen Livestream. Wie ihr schon sehen könnt, haben wir gerade noch das Blue Eyes Deck von Schnoki offen. Beziehungsweise bin ich das gerade zusammenbasteln. Oh. Richtiges Fenster offen haben wir noch gut. Sage Knight, oops, with eyes of blue. Noch einmal. Wailer. Yep. Maiden with eyes of blue. Drei Stück. Dann Berlin Fusion. Raus, das ist eine gute Frage. Am 21. Dezember 2000 kam der in die Kinos. In Japan kam er raus am 17. Juli 1999. Das war der erste Pokémon-Film, den ich mir überhaupt angeschaut habe. Das ist ein cooler Film. Von Lukias Lied ist der Hammer. Gospel of Revival nicht. Okay. Oh, sie haben eine schöne Karte. Nicht gerade die beste Qualität, die wir hier haben, aber es müsste eigentlich für den Moment ausreichen. Ach nee, das sind PNG. Das ist nicht das, was ich suche. Die Musik ist momentan Sinnoh, das Rival Battle. Das Remix davon. Hm, das ist cool, Dark Sun. Kannst du mir die vielleicht nochmal schicken? Ich glaube, du hattest mir die mal zugeschickt, aber ich, keine Ahnung, wo ich mich hingelegt habe.
sagst, es sind hochauflösend, das ist eine super Sache, wenn sie gut aussehen. So, Charge. So, machen wir noch One. One. Ups. Und Melody. Twister. Und where are Sue? Kane, das machst du ganz einfach, indem du die Karten, die du gerne haben möchtest, unter den Nummern speicherst, die du hier neben dem Kartennamen siehst, die jetzt 8824105 und 6. Und das machst du im Picks-Ordner im Yu-Gi-Oh! Pro-Ordner drin. Und dann werden die angepasst. So. Gem Knight. Was schreiben wir denn so? Seraph. Ja, Seraphinite. Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy. Mach gar nichts, Darksun. Du darfst den Link gerne mal reinstellen. Ich glaube, das interessiert uns alle. Was meinst du da? Star Divine Spark Dragon. Ne, der kann es eigentlich nicht sein. Dann wird es der Star Spark sein. Michael. Sehr schön, sehr schön. Danke vielmals, Darksun. Werde ich ihn mal noch runterladen und installieren in dem Fall. So. Das ist mal das Deck von Schnoggi. Hier nebenbei auch eine Anleitung bekommen. Ups, sorry.
Ach, war ich das? Achso, ja, da. Ach, das waren die. Ja, nee, sorry, mit denen kann ich wirklich nicht viel anfangen. Das mag für alle anderen ganz interessant sein. Ich bin da ziemlich penibel. Und die, die ich jetzt habe, gefallen mir vom Look her besser. Sie dürften höher auflösen, aber vom Layout her passen sie eher ins Anime-Schema als die hier. Beispielsweise haben die Effektmonster hier ein völlig falsches Braun. Die Zauberkarten sind zu blass. Und auch die Pendelbereich-Zahlen stimmen nicht wirklich. Aber wenn es mal ausprobieren will, lad sie runter, kein Problem. Die für euch passen, ist es mehr als okay. Also. Das Azure Opening. Mhm. Wisst ihr was, Leute? Wir probieren es einfach mal aus. Hat gerade jemand Lust zu spielen? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gleich online schon verwenden sollte. Wir machen ein paar kleine KI-Battles. Mal sehen. Kein Problem, können wir machen. Charge of the Light Brigade, okay. Ich habe hier schon die erste Combo von Schnucki auf der Hand. Sogar ein Tick lauter, okay. Jetzt habe ich sie auf minus 39,5, jetzt sind sie auf 34,1. Dann The Cruel. Danke für die positive Bewertung, sehe ich hier gerade auf YouTube, auf Twitter. Sehr, sehr nett. Ich glaube, wir sollten ihn besser nicht milden lassen, das kommt nicht gut. Also, ich mache jetzt mal das, was Schnoki mir hier als E-Mail geschickt hat, was ich machen soll mit dieser Hand. Und zwar wäre das Sage Knight normal beschwören, seinen Effekt nutzen und mir Maiden with Eyes of Blue auf die Hand suchen. Dann soll ich Light Mausoleum aktivieren. Effekt nutzen. Nee, scheiße. Ich hätte erst die Maiden, ja,
Ich bin Trottel. Ich hätte erst die Maiden normal beschwören sollen. Wir machen das gleich nochmal. Wisst ihr was? Wir machen das doch gleich online. Das ist, glaube ich, interessanter. Ja, danke schön, Kane. Mal sehen, wie es läuft. Maestro. Spannend, ich kann mehreres mal. Wisst ihr was? Wir starten mit Dark Matter Dragon. Normal Summon Maiden with Eyes of Blue. Activate Sage Knight. Activate Maiden. Special Summon Blue Eyes und Blue Eyes. Special Summon Dark Matter. Dark Matter Dragon, hallo! Okay, irgendwas ist hier gar komisch. Naja. Lass mal kurz schauen, ob ich den Dark Matter vergessen habe. Ja, so ein richtig cooles, tolles Bossmonster. Wäre noch cool. Was wirklich starkes. Ich muss aber wirklich mal kurz schauen, ob ich Dark Matter Dragon im Deck vergessen habe. Weil aktuell sieht es gerade so aus. Ne, der ist da. Ach, ich Ja, okay. 3 Level. Das ist aber auch nicht das, was er meint. Ach, das ist ein Galaxy. Ja, ich glaube, jetzt weiß ich, was er meint. Azazel, hi. Ja, ich habe aber den, glaube ich, den falschen Galaxy Eis genommen. Wie meinst du Apple Look? Hier die minimalistischen Karten Felder hier meinst du, oder? Okay, Dark World Dealings. Spielen wir wohl gegen ein Dark World Deck? Das wäre cool. Hätte ich nichts gegen. Nee, gegen Toons. Habe ich den Skin nicht hier drin? Nee. Ich schaue nachher mal kurz nach. Ich kann dir. Ja, den Field Look hier. Ich kann dir den Link schicken. Das kannst du runterladen.
eine blöde Frage. Wenn ich jetzt das hier mache, ich sehe hier, glaube ich, nur die Hälfte der Kartennamen. Ja, eben, genau. Das war's nicht. Nee, Leute. Ich habe da, glaube ich, einen Fehler drin. Beziehungsweise Schnurki hat einen Denkfehler gemacht, eventuell. Card to send to the graveyard. Ja, warte mal ganz kurz. Ich schau mal kurz nach wegen dem Skin. Nightbot. Ich glaube, ich habe da so mal einen Command erstellt dafür. Nur weiß ich das schon wieder nicht mehr. Beziehungsweise vielleicht sogar ein Timer. Irgendwas war da. So, und jetzt muss ich hier mal was ändern. Irgendwas stimmt hier nicht. Denn so mit dem... Wo ist er? Der hier, der kann nicht stimmen. Ich glaube, was Schnoki meinte, war der hier. Galaxy Eyes Prime Photon Dragon. Dann passt's nämlich. So. Müssen wir hier mal kurz noch einloggen, kleinen Moment. Autorisieren wir. Oh, habe ich hier Nightbot deaktiviert? Nightbot gestern gebannt. Ups. Den Hintergrund unscharf, okay. Das ist nicht. Wo sind hier nochmal die Befehle, die Commands? Ist das hier? Control Panel. Nee. So, ich muss hier mal ganz kurz. So. Wo habe ich denn hier? News Picks. OBS System. Ah, hier. Theme. Das war's. So, bitteschön. Elegant Theme. Gerne, kein Problem. So, wir warten noch auf den Gegner.
Koitsch, willkommen im Stream. Kane, du musst das Ganze in den Skin-Ordner von Yu-Gi-Oh! Pro stecken. Ich kann dir das mal kurz zeigen. So, wenn jetzt hier im... wo haben wir das? Yu-Gi-Oh! Pro. Folder bist. Also hier haben mehrere, mehrere Ordner und Dateien. Unter anderem gibt es hier den mit, es war nicht Skin, es war Texture, glaube ich. Ja, genau. Hier sind die ganzen Fields drin, also das hier beispielsweise. Einfach da reinziehen und that's it. Jo. Gut, also. Wieso kriegen wir hier keinen Gegner? Jetzt Buck. Achso, ja genau, ich wollte ja noch nachschauen, ob es die Amorphage hier schon gibt. Das machen wir gleich nach diesem Spiel hier. Ach, das ist ja eine ganz tolle Sache hier. Sage Knight holt Blue Eyes Maiden. Dann Light Mausoleum, Normal Summon Maiden. Und nun aktiviere ich Light Mausoleum, beschwöre Maiden. Ja, genau. Light Mausoleum targets to Maiden. Okay, activate Maiden Target. Effect Maiden und Blue Eyes vom Deck Special. Zack. Nutze Sage und Blue Eyes zum Azur beschwören. Das ist cool. Hier noch ein Blue Eyes wieder hin. Ich könnte sogar zwei Azure Eyes machen. Hm. Ja, das macht zudem echt cool. Wir werden jetzt mit einem zweiten Blue Eyes, Azure Eyes meine ich,
dann hole ich im nächsten Zug 2 zurück. Das macht doch eigentlich recht viel Sinn, oder? Ja, ich auch nicht. Schnoki ist da sensationell gut mit solchen Sachen. Kannst du gerne machen, Koich. Sehr gerne. Würde mich freuen. Oh, wir spielen auch gegen Blue Eyes. Cool, cool. So, activate. Mal kurz zurück zum Blue Eyes of Dark Matter, White Stone of the Legend, Ancient White Stone Altar. Jetzt machen wir mal hier die zweite Combo von Schnoki durch. Das geht ja auch wieder nicht. Wieso? Habe ich nicht gespeichert vorhin? Irgendwas stimmt hier nicht. Hi Schnoki. Vielleicht kannst du mir helfen. Irgendwie schnalle ich die Combo hier mit Blue Eyes nicht. Irgendwas mache ich falsch. Die erste, das Dark Matter Dragon Play. Ich habe 2 Blue Eyes draußen, ich kann aber Dark Matter Dragon gar nicht beschwören. Also irgendwo ist bei mir ein Fehler drin. Irgendwas stimmt da nicht. Ich habe gerade die perfekten Voraussetzungen gehabt. Ja, schon klar, aber ist denn das hier... Wieso hat es mir jetzt den genommen? Den wollte ich doch gar nicht. Ah, ja, jetzt ist klar. Ja, ich habe mich vorhin verklickt beim Zusammenstellen. Das hier sollte eigentlich ein Prime Dragon sein und kein Photonendrache. Mann, Mist aber auch. Was tue ich hier eigentlich? Ich kann ja den Effekt gar nicht nutzen. Ich habe ja gar keinen Platz dafür. Wisst ihr was? Ich bastel das kurz um. Das Game ist gerade ein bisschen auf den Geist. Du verdammtes Mistvieh, sollst raus. Dich brauche ich hier nicht. Sondern den hier. So. Ja, jetzt stimmt das Ganze. Koich, hast du was losgesendet? Mal schauen, ob es schon da ist. Ja, ist da. Hab's gerade gesehen. Mihawk.
Jackpot 7. Interessant. Oh, wir spielen gegen Exsaber. Spannend, spannend. Schon länger nicht mehr gesehen. Blue Eyes, okay. Cool, Coach. Cool. So mache. Und Maiden beschwöre. Yen Face. Okay. So, hier mal kurz den Überfall Raptorixis. Okay, cool. Hoffen wir mal, dass du sie ziehst, Koitsch. Special. Ups. Mein Fehler, Leute. Also ich muss mit diesem Deck noch ein bisschen warm werden, aber es ist cool. Gefällt mir jetzt schon sehr, sehr gut. Ich muss dann hier auch noch die Karten das Anime-Artwork reinprügeln. Ja, Red Eyes ist auch nicht schlecht, Kane, muss man sagen. Ich finde aber, das hier hat fast schon mehr Potenzial, auch wenn ich jetzt nicht alles gesehen habe bisher. Hi, mit Punkten, willkommen im Stream. Gerade so gar nicht viel machen. Ne, richtig gut wurden sie wirklich nicht, aber sie sind verdammt teuer.
finde es nicht gut, dass er da hinten so viele Karten liegen hat. Trapstun. Ich habe nicht mal vor, Fallenkarten einzusetzen, nicht mal ansatzweise. Dass ich gefahrlos angreifen kann? Meinetwegen, ich habe nichts gegen. Ja, also Chaos and Paradragon wäre cool. Da würde ich mich drüber freuen. Jakin, du musst im Ordner auch wieder unter, das ist unter Skins oder Textures. Da gibt es eine Datei, die heißt BG. BG.jpg. Da kannst du einfach dein Bild reinsetzen und das auch bg.jpg taufen, das andere umbenennen und dann hast es. So, wir sind wieder dran. Raigeki. Keine Lust hier in Emma's Blade Kampf zu killen. Sehr gerne, Schnuggi. Würde mich freuen. Also ja, ich habe ja noch die Gospelkarte. Ja, das ist ja kein Problem, Schnucki. Einfach mal schicken. MS Blade. Also wenn der schon ein Monster beschwört, dann aktivieren wir mal Maxi. Der Alternative Dragon ist auch cool. Jetzt kommst du fangen mit Vanity's Emptiness. Okay.
Das wird dir nicht lange was bringen, mein lieber Herr Kollege. Kann sein, wenn es zu groß ist, habe ich das manchmal auch, dass er nicht funktioniert. Dass er dann abstürzt, weil es nicht laden kann. Ich glaube, es gibt eine Obergrenze oder eine Untergrenze auch. Bin aber nicht ganz sicher. Ah, sehr cool. Dankeschön, Schnuggi. Wir haben gewonnen. Jetzt nochmal einmal Blue Eyes. Ah, cool. Der spielt es auch mit den Blue Eyes, die ich so mag. Oh, toll. Dark Matter Blue Eyes. Cooler Name schon mal. Und bei denen ist der Chaos and Paradragon so hoch oben. Ich dachte, der wäre auch auf 1 zumindest. Naja, dann. Cool, cool, cool. Bringt uns ein Chaos und Paradragon zurück. Cooles Deck. Dankeschön, Schnucki. Ich schaue mir das dann später noch an. Dein Deck kommt gleich danach, Keutsch. Keine Sorge, keine Sorge. Also, was spielt Pixafadao? Mal gespannt. Ja, erstens Beatstick und zweitens kann er noch Karten zerschießen. Das Ding ist richtig cool. Wann kriegen wir denn Blue Eyes Support? Kommt der kommt nicht in Breaker of Shadows, der kommt im nächsten, oder? Sicher? Cool, würde mich freuen. Extreme Victory. Ich wollte gerade sagen, Extreme Victory gab's schon. Fluffle Dog. Ich glaube, den mache ich ihm jetzt mal kaputt. Kein Problem. Kuscheltiere, ja.
Ach, das ist schade. Wir sollen den reprinten. World Superstars 2. Bescheuert, die Karte hier ist so cool, man kann gar nichts Besseres haben für den Film. So, jetzt kann ich doch mal die Combo hier von Snoopy benutzen. Beziehungsweise natürlich aktiviert zuerst den Effekt. Zitronenmagiermärchen. Ach Gott, was ist das denn für ein Quatsch? So. White Stone, Ancient Stone und Alternative. Hallo? Habe ich keine drei Drachen mehr? Das gibt's doch gar nicht. Ich hab schon. Ach, du hast recht. Ja, stimmt ja. Naja, dann machen wir das First Turn. Nächsten Mal dann. War noch ein bisschen mehr Routine mit diesem Deck. Na stimmt, die fehlen ja komplett. Soll ich die denn zusätzlich spielen, Snoopy, oder würdest du lieber was rausnehmen dafür? Ja, würde ich ihm tendenziell auch sagen, aber ja, danach kommt dein Deck, dein Coach, kein Problem. Thank you.
Ja, da ist er schon, der Zeiger. Ah, es könnte schon eine Schwachstelle sein, da hast du vielleicht recht. Ich glaube, das müsste reichen. Okay, 4000 Special. Ich wäre ja für Felgrand zu haben, aber ich glaube, ich habe hier sowieso fast schon gewonnen. Wenn man so. Gospel of Revival. Nichts, 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 nichts mitmachen, okay? Das war's doch jetzt eigentlich.
So, dann kommt jetzt aber Keuschs Deck. Das waren die Deskbots. Oh, Keusch, hier fehlen noch zwei Karten. Vermutlich die neuen Deskbots, oder? Ja, 008 hast du drin. Rippling Mirror Force, okay. So, einfach, dass ich schon mal erwähnt habe, ich habe keine Ahnung von Deskbots. Ja, interessant sind die Deskbots schon. Ich habe nur nicht wirklich viel damit gespielt. Normal 3, Special damit 2, okay.
was spielt der da? Ah, okay, hier ist einiges. Hat sich hier einiges getan. Ich glaube, ich fange auch noch an, Fluffle zu spielen. Die sind cool. Mansur ist eine Songlist, gibt es leider noch keine. Ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, wie ich das hinkriege. Aber du hast recht, ich könnte das über Nightbot machen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine ganz gute Idee. Muss ich mir mal anschauen. Muss ich mir mal anschauen. Wie du möchtest, Darksan. Wie gesagt, ihr dürft mir immer alles zuschicken. Ich müsste auch gar nicht fragen. Einfach nur schicken. Ein Wahrsager. Ups. Ich muss aber dazu sagen, Leute, ich habe nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Um etwa 11 Uhr würden wir den Stream dann beenden. Wir können sonst am Sonntag nochmal etwas zocken. Oh, und hi, Big One. Weil ich muss morgen um 11 Uhr arbeiten. Das heißt für mich um 8 Uhr aus dem Haus auf das Postauto. Dann Richtung Heerbrugg und von da aus mit dem Zug nach Zürich. Ja. Daher würden wir dann in 12 Minuten für heute Schluss machen. Wir sind aber ja auch schon über eine Stunde jetzt wieder dabei. Normal 2 und dann den, die Machine Duplication, oder? Oh God, Deskbot. So, was suche ich mir jetzt hier? Koich?
hatte 5 oder 7. Und ein 4, okay. So, und jetzt setze ich die Pendle Scale, oder? Was beschwöre ich da am besten? Was kannst du hier? Ah, das ist Kay. Okay. Dann haben wir unser Spiel ja auch schon gemacht. Sehr gut, Kane. Sehr, sehr gut. Soll ich... eigentlich synchronisieren. Eine bescheuerte Idee. Das Vieh hier hat so viel Punkte. Einfach angreifen oder was meint ihr? Ja, komm, wir greifen. Leute, ich bin mir unsicher, was ich tun kann. Koich, was würdest du tun? Das ist dein Deck. Angreifen und riskieren, hier reinzurennen? Oder mit vier das Verdeckte angreifen? Okay. Oh, Whitestone, okay. Auch das ist gemein. Oh, fies, fies. So, ich werde hier mal kurz das Deck von Dark Sun noch speichern. Ich sehe deine Starthand natürlich nicht. Aber warte, ich kann das Replay speichern. Können wir ja mal reinschauen.
jemand sagen, was dieser Mist hier soll? Oh, das ist gemein, was du da auf der Hand hast. Das ist nicht nett. Kuiper wäre stolz auf dich. Ganz schön gemein. Ja, die Deskbots, das sind absolute OTK-Maschinen. Jetzt mal noch kurz das Wahrsager-Deck hier von Dark Sun anschauen. Du bist Kaiba, okay. Dann muss ich dir noch was beichten, Kane. Dein Gehalt wird gekürzt. Bei Dark Sun hier fehlen noch drei Karten. Was kommt hier rein? Kannst du mir das kurz sagen? Oh, Pot of Taboo. Preparation of Riots, okay. Dann machen wir das doch. So, wenn ich dann noch schreiben kann. Ach so, Pre-Preparation of Riots. Müssen wir dann aber noch speichern. Sechs, neun, sechs, fünf. Ja, das sind nun mal ein OTK-Deck. Sorry, Kane. Da nicht im ersten Zug gewinnst, dann hast du meistens verloren. Das ist übrigens die Pre-Preparation of Rites. Wohin habe ich jetzt die exportiert? Pix, doch, das stimmt doch. Pix, 6, 6, 5. Achso, ja gut. Okay, so nimmst du mir den jetzt nicht. Muss ich das jetzt verstehen? Naja, Leute, es ist 11 Uhr. Wir haben einige coole Decks gesehen heute. Angefangen von den Blue Eyes von Schnoki. Jetzt hier das Wahrsager-Deck von Dark Sun. Das coole Deskbot-Deck von Koich.
also auch sehr cool war. Wir haben gegen Kane gespielt, was zwar ziemlich kurz war, aber trotzdem Spaß gemacht hat. Und ja, wir haben einiges zu quasseln, war wieder mal super. Cool, dass ihr da wart. Und ja. Damit dürfte ich mich dann verabschieden. Wir sehen uns ja, mit großer Wahrscheinlichkeit am Sonntag wieder. Vergesst auch nicht, unseren Telegram-Channel zu followen, falls ihr Telegram schon nutzt. Falls nicht, macht das unbedingt. Das ist eine coole App. Ein bisschen wie WhatsApp, nur viel, viel sicherer, gratis und mit Verschlüsselung. Da haben wir einen Channel, den könnt ihr gerne abonnieren und ist völlig kostenlos. Ihr könnt da auch direkt mich anschreiben, falls ihr mal eine Frage habt. Das geht meistens viel, viel einfacher als auch auf YouTube. Denn das kriege ich alles direkt auf mein Smartphone, mein Mac und mein iPad. Das ist also überall verfügbar, was wunderbar praktisch ist. Damit darf ich mich verabschieden für heute. Ich danke vielmals, dass ihr da wart. Vergesst nicht, den Follow hier zu lassen, falls ihr es nicht sowieso schon getan habt. Und schaut doch auch auf Facebook, Twitter und YouTube vorbei. Ich darf mich nochmal ganz herzlich bedanken. Bis zum nächsten Mal. Ganz schönen Abend und ciao, Leute.